Einen wunderschönen guten Morgen. Der Nebel hat sich verzogen, Wolken sind da. Heute ist Sonntag, wir gehen Hochwasser machen. Falls es dich also interessiert, wo genau ich da oben jetzt unseren Wasseranschluss betätige, bleib auf jeden Fall dran, heute wird es spannend. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, es ist Sonntagmorgen. Ich habe noch ein bisschen Matratze im Gesicht. Und ich durfte gerade feststellen, dass die Uhr heute Nacht umgestellt wurde. Und ich habe irgendwie länger geschlafen als gedacht. Überkrasse Aussicht heute. Ihr Lieben, da müssen wir hoch, da stehen sie, unsere Wassertanks. Zuvor müssen wir aber erstmal übers andere Grundstück, um nach oben zu kommen, um die Hähne zu öffnen. Ihr Lieben, ich bin außer Atem jetzt schon am Morgen. Ich laufe da jetzt kurz übers andere Grundstück und melde mich, sobald ich oben bin. So, ihr Lieben, was ihr seht, hier geht es ganz schön nach oben. Und hier haben wir jetzt unsere Verbindungsstücke. Das Kleine läuft hier einen Berg hoch. Und dann haben wir hier die Verbindungen. Und jetzt muss ich gucken, welche die richtige ist. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ihr Lieben, ich habe es mir schon gedacht. Ich war jetzt zweimal, dreimal mit. Und wir haben jedes Mal gequatscht, wenn wir die Dinger geöffnet haben. Also ich suche einen Schlauch mit blauer Leitung, denn das ist die Wasserleitung. Ich meine, das hier ist River. Und das hier soll das Wasser sein. Wir öffnen jetzt den mal. Und den, und wir hören, dann läuft Wasser. Jetzt gehen wir die Leitung entlang. Zu unseren Tanks. Ich hoffe, ich habe die richtigen geöffnet. Meine Lieben, den hier machen wir auch auf. Ich hoffe, das ist so richtig. Aber das war jetzt noch nicht das Hauptding. Wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen laufen. Also das hier ist tatsächlich nur der Anschluss. Wow. Für unseres. Also hier auf dem Grundstück. Und ich bin noch morgens immer so verpeilt und bin jetzt eine halbe Stunde wach und jetzt muss ich schon losrennen. So. Durch das, dass ich hier aber jetzt schon des Öfteren war, weiß ich, dass der Dicke hier, der ist fürs Trinkwasser. Man hört es unten, es läuft. Und der hier ist vom Flusswasser. Ich kann auch noch ein bisschen mit öffnen. Manchmal kommt da auch was. So, jetzt haben wir die zwei. Und jetzt geht es den ganzen Weg zurück und dann noch weiter nach oben. Ja, das heißt, wir laufen jetzt ein bisschen, ich quatsche ein bisschen weniger. Ich zeige euch einfach den Weg und ja, wir hören uns spätestens, wenn ich irgendwie wieder nicht weiter weiß.
Ja, ihr Lieben, ein ganz schöner Aufstieg und wie ihr sehen könnt, die Wolken verfolgen uns. Das heißt, wir laufen jetzt weiter, denn ansonsten kann es sein, dass wir gleich wieder voll im Nebel stehen, weil die Wolken einfach uns überrennen. Nach da hinten müssen wir. Es geht weiter den Berg hoch. Von da unten irgendwo kommen wir. Ihr Lieben, los geht's. Am Ende dieses Grundstückes hier, auch übrigens voll schön, ne? Haben wir hier unsere Schläuche. Und jetzt habe ich genau dasselbe wie vorhin. Wir haben hier mehrere Ventile. Und da müssen wir jetzt auch wieder öffnen und schließen. Passt auf, ihr Lieben, der geht zu uns, ist offen. Wir machen den hier auf und den hier zu. Dann läuft das zu uns, der bleibt offen, der auch. Und dann nehmen wir den hier, machen den auf. Nehmen den Dinger runter. Und machen hier zu. Ja. Ich glaube, das war's. Aber ich bin nicht ganz sicher. Nein. Der ist auf jeden Fall zu. Ihr Lieben, ich denke mal kurz. Und melde mich sofort nochmal. Ja, ihr Lieben, es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Und zwar hier kommt die große Leitung, die ist hier rot und hat hier einen blauen Streifen. Das ist Trinkwasserleitung, die kommt also von hier, geht nicht an das andere Grundstück mit dem Bogen hier, sondern wird hier geschlossen, soll zu uns, wird hier geöffnet, damit es durchlaufen kann. Dann haben wir das Flusswasser, das von oben noch kommt. Die Leitung ist auch offen und dann haben wir noch mal die kleine Leitung hier, da kommt auch überschüssiges Wasser, also das, wo übergelaufen ist, in Pools, das wird dann noch mal in der kleinen gesammelt und die haben wir auch hier geschlossen und da vorne geöffnet. Ja. Die große Pipe hier vom Fluss befindet sich noch mal ungefähr 3-4 Kilometer weiter den Berg hoch. Da müssen wir auf jeden Fall mit dem Auto hinfahren und dann gibt es da noch eine Wanderung. Was wir jetzt aber tun, ist zurück ans Grundstück und checken, ob da Wasser ankommt.
geblieben vor lauter Film. Bin ich falsch abgebogen. Wir hätten da unten rum müssen. Jetzt sehen wir ein Stück weit zu oben. Ja. Mäh. 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 Ich glaube, ich habe den richtigen Weg wieder. Ja, hier sieht's gut aus. Weiter geht's. So, ihr Lieben, der magische Moment. Da läuft's. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Hier läuft es auf jeden Fall dolle. Hier ist Wasser laufen. Das ist aber nicht das Trinkwasser, sondern das andere Wasser. Trinkwasser läuft sehr langsam. Wir gucken jetzt mal, ob bei uns drüben was ankommt. Und ja. Im schlimmsten Fall muss ich einfach kurz nochmal einen Nachbarn Bescheid geben. Dann muss der mir das halt ein drittes oder viertes Mal zeigen. Manchmal bin ich einfach ein bisschen ja, ihr Lieben. So ist es. Ihr wisst ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. So, ihr Lieben, angekommen hier. Hier hört man so erstmal nichts, aber da unten an den Fässern hört man es. Ja, gehen wir mal checken. So, ihr Lieben, das sind unsere Wassertonnen und man höre. Es plätschert. Das hört sich schon mal gut an. Ja, gestern war eigentlich der Moment, wo wir die Dinger hätten reinigen können. Da sie leer waren. Es läuft. Aber, ja. Was ihr da unten seht, ist ein bisschen Staub und Steinchen und Schlick. Das müssen wir einmal richtig schön ausputzen. Mit Essigwasser und ja, dann können wir die auch wieder fürs Trinkwasser verwenden, weil wie gesagt, das was jetzt gerade ankommt, ist Trinkwasser und gleichzeitig kommt noch von diesem Überlauf, der oben ist, Flusswasser, also Gartenwasser mit. Wir sammeln hier das Trinkwasser und das Gartenwasser läuft drüben in den großen Pool, den ich euch gezeigt habe. Wenn die Dinge sauber sind, unsere Leitungen unten funktionieren, dann können wir das Trinkwasser wieder anschließen. Dann kriegt man frisches Bergquellwasser aus dem Hahn. So. Ich glaube, mein Job ist soweit erledigt. Es hört sich gut an. Hier fließt Wasser, drüben fließt Wasser. Und jetzt warten wir einfach mal, solange sich keiner beschwert, müsste alles gepasst haben. Ihr Lieben.
Eins zeige ich euch jetzt noch kurz am Schluss. Nächste Woche Freitag gehe ich wieder zum Nachbarn. Da werden wir die Poolplane verlegen. Ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, ob ich da filmen soll, aber dann dachte ich mir, nee, ist ein Privatgrundstück von jemand anderes und ich müsste mir vorher seine Erlaubnis einholen. Und das ist echt ein wunderschönes Grundstück. Riesengroß. Hab mir dann aber gedacht, nee, ich lasse das einfach. So, es gibt einfach ein paar Dinge, die ihr einfach nicht mitkriegen könnt und mitkriegen sollt. Ja, so, aber was ich euch zeigen will, ist das Ding hier. Ich habe nämlich erzählt, wir machen den Gemeinschaftsgarten und dazu wird es umgegraben und da haben wir hier so eine Erbfräse. Zwar schon ein älteres Modell, aber die läuft immer noch ganz gut. Und damit kriegen wir auch dann die Steine raus und so. Also da bin ich auf jeden Fall noch gespannt. Davon kriegt ihr auf jeden Fall ein Video, wenn wir hier den Garten umhacken. So. Ja, ihr Lieben. Ich glaube, das war's. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Würde mich wahnsinnig doll freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Glocke aktiviert, damit ihr auch Bescheid kriegt, wann das nächste Video kommt. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal.